Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warptorio meiner Factorio-Serie. Und heute haben wir hier oben Wasser. Wir haben hier sowas, was wir anschließen können. Und letztes Mal haben wir es geschafft, unten im Keller einige Dampfturbinen zu platzieren. Das Problem, das wir noch haben, ist, wir sind nicht in der Lage, die Energie von unten auch hochzubringen in ausreichendem Maß. Aber diese Forschung soll genau hier Abhilfe schaffen. Sprich, wir testen das gleich mal aus. Steigt. Ich bin mir nicht sicher. Aber schließen wir doch zuerst mal die ganzen Erzfelder an. Dann schauen wir, dass wir hier eine saubere Situation haben. Keine Aliens, die uns die ganze Zeit stören. Und dann können wir uns um den Rest kümmern. Wir sind nun mit der Forschung für alle vier Türme fertig geworden. Und sie sind noch nicht sehr groß. Und wie wir gesehen haben, kommen wir hier rauf und runter. Aber wir haben auch Förderbänder, sodass wir Materialien hauptsächlich runter bekommen. Und so von der Außenseite von unserer Basis etwas besser die Waren nach unten bekommen. Das sollte definitiv helfen. Und wir haben hier noch ein paar Minuten Zeit auf dem Planeten, bevor es dann auf den nächsten geht. So wie es aussieht, brauchen wir hier für die Stromübertragung von unten nach oben noch einiges an Updates, bevor das so funktioniert, dass wir das dann auch brauchen können. Aber eins nach dem anderen. Wir forschen gerade noch die Inventarvergrößerung und dann können wir dann auch mit der einen oder anderen Militärforschung weitermachen. Auch hier Flammenwerfer interessiert mich nicht so groß, aber hier dann die Munitionsschaden, Munitionsgeschwindigkeit und irgendwann dann auch wieder die Forschung mit dem Plan. Vielleicht die Zentrifugen, denn wenn wir die geforscht haben, dann tauchen auch Zentrifugen auf in den Lootkisten, die wir gelegentlich finden, was definitiv ein Plus wäre. Wir sind auf dem nächsten Planeten gelandet. Es sieht aus, als wäre das eine ziemlich öde Welt. Aber wir werden auch das hier schaffen. Wenn wir unsere Förderer einigermaßen geschickt platzieren. Könnte eine kupferreiche Welt sein.
da ist auch gleich ein Nest nebendran. Ja, wir werden sehen, was diese Welt für uns bereithält. Ich möchte hauptsächlich mit Forschung vorankommen und da dann eben auch die Militärforschung und vielleicht auch wieder was Blaues. Und es funktioniert doch. Ich habe nun wieder hier abgehängt. Und wenn wir sehen, wir können den ganzen Strombedarf decken. Hier oben ist nicht so gut ersichtlich, aber wenn wir mal in den Keller steigen, dann sehen wir hier, ja, da können wir noch einiges mehr produzieren. Und wir haben da so 3, 6, 3, 9. Und das ist eigentlich dann auch alles, was wir hier oben brauchen. Und wir haben keine Knappheit an Energie. Sprich, das heißt, wir können uns auch überlegen, ob wir dann hier auf dieser Ebene effektiv mit den elektrischen Schmelzöfen anfangen und das Ganze über die Plattformen reinbringen. Aber ich denke, das lassen wir für die nächste Folge sein. Konzentrieren wir uns hier erstmal darauf, etwas mehr ja, Munitionsschaden zu bekommen und dann auch die Zentrifugen. Wenn wir die haben, dann nähern wir uns bereits wieder dem nächsten Kapitel. Nun wird's langsam aber wirklich ungemütlich, drum denke ich, packe ich hier mal die Miner zusammen und dann lasse ich einfach die Öfen noch auslaufen. So, dass alles geschmolzen wird, was wir da so haben. War offenbar nicht viel. Außer hier Stein. Und dann gehen wir weiter auf den nächsten Planeten, wo wir hoffentlich nicht ganz so viele Aliens abwehren müssen. Ein Planet weiter und natürlich hier zuerst wieder Wasser anschließen, obwohl das ist hier jetzt ja nicht mehr so enorm wichtig, denn die Energieproduktion haben wir ja im Keller und da haben wir auch Wasser. Das heißt, das Wasser, das wir oben brauchen, das ist eigentlich nur für die Schwefelsäure, zumindest momentan. Ich habe auch schon mal die elektrischen Miner gebaut. Aber die lassen wir noch ein bisschen warten, bis wir da dann die Harvester-Plattformen einsetzen und die dann direkt in den Untergrund
chauffieren. So. Gut. Und dann schauen wir mal, wo die Aliens sich denn so rumtreiben. Wir haben die Urananreicherung, die Zentrifugen, fertig geforscht und sind nun dabei, noch die Feuerrate 3 nachzuholen. Weil da haben wir ja nur den Munitionsschaden gemacht. Und ich muss noch den unteren Teil auskundschaften, denn bisher war ich nur oben durch unterwegs und es sieht so aus, als hätten wir unten, hier unten auch einige Alien-Nester, die uns gefährlich werden könnten. Wir schaffen es nun, eine Stunde auf einem Planeten zu bleiben. Wir haben es nicht ganz geschafft, die Feuerrate durchzuforschen. Wir haben noch ein paar Minuten, aber wie ihr seht, werden die Viecher wieder etwas ungemütlich. Drum denke ich, packe ich langsam hier die Miner zusammen. Lass die Öfen ausbrennen und dann ziehen wir weiter. Und in der nächsten Episode, da gehen wir dann wahrscheinlich die neue Methode für die Verhüttung der Erze an. Im zweiten Untergeschoss. Und werden da sehen, hoffentlich, dass wir da gute Fortschritte machen. Wir haben auch genügend blaue Fläschchen auf der Seite, mehr als 500. Das heißt, wir können uns da mal die eine oder andere blaue Forschung leisten. Also, in dem Fall, bis zum nächsten Mal und tschüss!